Heute treffen wir eine sehr besondere Person. Der erste, den ich kenne, der in Deutschland aufgewachsen und nach Angola ausgewandert ist. Ein langjähriger Familienfreund, sowas wie mein großer Bruder. Das ist Mario. Auswanderer, Unternehmer und Diamantenhändler. Und ich bin seit 8 Jahren hier und war in New York und war überall. Aber bis jetzt habe ich den besten Sushi nach wie vor in Angola gegessen. Also das hier ist ein riesen Einkaufszentrum hier in Luanda, Talatona. Hier hat auch unser Bruder seine Wohnung, über den werde ich euch noch ein bisschen was erzählen. Er arbeitet hier an Diamantenminen und ja, man, wir gehen jetzt erstmal Euros wechseln, dann laufe ich mit Kwanza rum. Da der Wechselkurs hier bei den Banken sehr schlecht ist, wechseln wir das Geld auf der Straße. Bei bestimmten Leuten, die damit ihr Geld verdienen, Euros in Kwanza zu wechseln und hinterher wieder für Kwanza zu verkaufen. Wie viel Umsatz bzw. Gewinn die dadurch machen, bleibt mir ein Rätsel, aber vielleicht finden wir das noch in der nächsten Folge. Da ist es, also da wo wir sind zum Beispiel, bei uns oben, ist es ja eigentlich hauptsächlich nur auch nur eine Wohnsiedlung. So, das darf man ja auch nicht vergessen. Also Quilamba ist zwar riesig, aber eigentlich ist es nur eine reine Wohnsiedlung. Genau. Es ist, ich würde nicht mal sagen obere Unterschicht, ich würde schon sagen eher untere Mittelschicht, aber nicht. Es ist nicht Slum. Slum ist das da. I got you. Das ganze Gebäude hier, das ist ein Einfamilienhaus. Aber das gehört nur einem Typen. Wir sind jetzt ein bisschen am Strand, um euch auch mal diese Seite zu zeigen. Also hier ist wirklich wunderschön. Und ich bin fasziniert. Ich bin echt fasziniert. Ich glaube, ich habe noch nie so einen schönen Ort gesehen. Es ist jetzt nicht so sonnig, ja, die Sonne scheint nicht jetzt so zu 100%, ist ein bisschen nebelig. Aber schaut euch das einmal an. Ja. Selbst die haben Stil, Alter, ja? WCs haben sogar Stil. Guck mal, wie krass. Vielleicht machst du es mehr. Und was übrig bleibt, kill ich gern. Was denn? Ah, das Ingwer. Ingwer. Der Tee ist gut. Mario, was sagst du so? Hier, dieser Lifestyle, aber jetzt hier zum Beispiel. Immer hier essen und so. Wie viel braucht man? Also, ich glaube, jemand, der auf diesem Niveau lebt, der wirklich regelmäßig diese Orte besuchen kann, diese Restaurants, diese, keine Ahnung, Tennisclubs und, ne? Da brauchst du, würde ich sagen, schon ein überdurchschnittliches Einkommen. Irgendwo ab 15.000 im Monat bist du dabei. Also, in Angola, oder vor allem sagen wir in Luanda, okay? In Luanda kommst du mit dem Gehalt, also mit dem Gehalt von 50.000 Euro im Jahr, bist du hier nicht in der Oberschicht. Okay. Nein, also nein, im bist Jahr du nicht. Bist du nicht, in der bist du nicht. Nein. Nee, da kommt kein Brot dazu. Eigentlich nicht, aber kannst du bestellen. Ja. Das ist Fisch Carpaccio. Probier einfach. Also ich würde eher sagen, nein, damit bist du, also diesen Lifestyle, ne, ab und zu mal kann sich ja jeder leisten, weißt du? Aber wenn du überlegst, dass der Durchschnitt
die Jungs hier, die verdienen unter 100.000 weniger. Die verdienen um die 50.000 bis 60.000 im Monat. Das weiß ich, weil mein Koch hat hier gearbeitet. Ich hab, Im Monat? Im Monat. Okay. Du hast eben 100.000 gewechselt, 95.000. Das heißt, du bekommst das, fast das Doppelte. Also die verdienen knapp 50 Euro im Monat. Okay. Also ich habe quasi 100 Euro. Für 100 Euro habe ich 95.000. Genau, richtig. Und die kriegen 60.000 Kwanza im Monat. 50 bis 60.000 Kwanza im Monat. 50, 60 Euro. Ja. Boah, im Monat. Im Monat. Boah, in so einem Schuppen hier. Ja. Klar, du bekommst ein bisschen Trinkgeld oder sowas, aber die verdienen hier nicht viel. Genau. Weißt du? Probier. Und so ist es scharf. Die ist scharf und die nicht. Schmeckt sehr gut. Also wenn du Fisch auf dem Markt kaufst und deine Einkauf allgemein auf den Märkten ledig, kannst du hier sehr gut leben. Weil du hast ja direkt vom Meer, das kostet dich gar nichts. Ich bin seit 8 Jahren hier und war in New York und war überall. Aber bis jetzt habe ich den besten Sushi nach wie vor in Angola gegessen. Also das ist ein Fischcurry mit Ananas Tomaten Chutney. Das war, glaube ich, mein erstes Gericht. Ja? Ja, doch. Ich bin hier schon so oft, dass ich auf Testung bin. Ich bin auf dem Weg, die ganze Karte mal zu checken. Ja. Ja, läuft. Also Problem und gut ist, dass Angola noch nicht so viel Erfahrung mit diesem Label-Business hat. Also so wirklich dieses, wie... Wow. Probier mal mit dem, nimm mal so ein bisschen hiervon und misch das dann. Ja. Ja. Na, das ist nicht Pilipili. Mach einfach. Das ist ein kleines bisschen Pilipili drin, das ist aber Ananas. Okay. Und das so Pimenta, ja? Das ist nur das so eben. Ah, da war kein Ananas. Ja, schon besser. Ja. Ist gut, ne? So, und viele Leute denken, Curry ist nur, keine Ahnung, indisches Curry, Thai-Curry, Vietnami. Das ist unser, es gibt auch hier Curry. Genauso gibt es Mosambik-Curry. Siehst du? Curry. Sehr lecker. Ich will vielleicht noch was. Ja? Das schmeckt so gut. Nee, ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Du wolltest gönn dir Nachtisch danach. Ja? Ja. Du wolltest nicht. Ich bin kein Nachtisch-Mensch, aber hier werde ich es. Jeder, der hierher kommt, sagt mir genau dieses same Bullshit. Ich bin kein Nachtischmensch. Warte doch einfach. Ich zum Beispiel, wenn ich das habe, weiß ich ganz genau, okay, ich habe davon zwar nicht viel, aber das bisschen reicht, um einen ganz bestimmten, weißt du, um irgendwo ganz bestimmt gezielt stattzufinden. Okay. Übersetzt auf Chinesisch heißt das, ich gebe ungern Geld für Essen aus, aber wenn ich Geld für Essen ausgebe, dann am liebsten mit Mario. Ja, so. Das ist die Kurzfassung. Aber das geht nicht schief. Nee. Funktioniert immer. Nee. Wow. Guck mal, deswegen, ich wollte sogar zu Flor de Duc. Da müssen wir auch einfach mal diese einmal Rundreise machen. Wie kann ich das beschreiben? Das Curry mit Fisch. Mhm. Was für Fisch weiß ich jetzt nicht. Bisschen. Und Tintenfisch. Tintenfisch auch, ne? Mhm. Das ist, also. Das ist etwas härtere ist Tintenfisch. Mhm. Ja. Dann noch diese Ananas. Genau. Wow. Mein Koch macht das mit Thunfisch, machen wir das mittlerweile. Echt? Das ist krass. Bro, da kannst du Thunfisch kaufen, so groß wie du, für 20, vielleicht 30, 25 Euro. Wow. Krass. Ja. Deswegen, ich gehe essen, wenn jemand seine Mutter ist krank, deswegen war er heute nicht da. Ja. Ich glaube, es geht morgen auch fein. Okay. Ansonsten weiß ja, bei mir. Arbeitet er bei dir? Ja. Zu Hause. Was arbeitest du denn? Also, was willst du hier an? Was macht ihr denn? Er ist Koch. Koch? Ja. Oh, du hast auch noch. Bitte? Was ist mein Laden? Ich habe einen Koch zu Hause. Was? Ja. Wieso?
Ja. Oh, du hast einen Club zu Hause, ja, oder? Ja, Miranda. Ja, den hab ich hier geklaut. Echt? Ja. Von hier hast du den? Von hier. Und die zweite sind besser als hier? Ja, viermal besser. Okay, verstehe. Okay, krass. Das heißt, rufst du ihn an und der kommt trocken, oder? Festangestellt. Er wohnt bei dir? Vom Montag bis Freitag wohnt er bei mir. Oh Mann, ey. Aber guck mal, daran merkst du, du hörst mir nicht zu. Ja, aber was denn? Was? Das haben wir ja noch nie gehört. Boah, vielleicht bin ich jetzt ja so eine John-Story. Ey. Ich schwöre, ja, ab sofort ist es so, ja, das ist eine John-Story. Was? Unglaubwürdig. Ey, so abstrakt. Oh Mann. Was sind das? Ananas? Piri-Piri. Karamellisiert. Und karamellierten Honig. Die haben anders getrunken. Ja. Sind alles Dinge, die du hier in Angola das bekommst. Das ist sehr, weißt geil du? Aber wenn natürlich, ist wie mit den Türken. Ja. Du kannst richtig gut türkisch essen. Mhm. Okay? Und es gibt viele Türken, die vor einigen Jahrzehnten nach Deutschland sind und versucht haben, die Tradition zu bewahren. So haben unsere Eltern gekocht. Ja, ja. Okay? Und dann wachsen die Kinder damit auf, dass das alles ist, was es gibt in der Türkei. Ja. Dann gehen die in die Türkei und merken, hey, es gibt so viel mehr. Mhm. Ne? Und dasselbe mit angolanischem Essen. Okay, wir denken, es gibt nur Funchi und, mhm, ne? Und keine Ahnung, Fumboa und Kisaka, dann kommst du hier hin, dann gibt es so viel mehr. Auch diese Kichererbsen, ne? Ja, Kichererbsen. Zum Beispiel, das sind auch so Sachen, ich würde das eigentlich in Deutschland niemals essen. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht, wenn ich das lese. So, es gibt das. Safe. Das ist aber sehr krass. Ja. Wirklich, Mario. Essen 10%. I know. Das Essen geht auf mich. Hab ich gesagt, Essen geht auf ihn. So. Ja. Stark, ey. Warte bis zum Nachtisch, danach kannst du entscheiden, ob dich geht. Okay. Warte bis zum Nachtisch. Okay. Auch wenn du Nachtisch nicht magst, warte bis zum Nachtisch. Okay. Das gibt mir doch sehr interessant. Aber er wohnt bei dir, hat der Familie oder ist er so jünger oder wie ist das? Er ist jetzt 31 Jahre alt. Mhm. Hat Petroleum-Ingenieurwissenschaften studiert. Petroleum? Okay. Wollte halt Ingenieur werden. Aber seine Mutter war Köchin, seine Oma war Köchin und seine Leidenschaft war immer das Kochen. Okay. Ja, also hat er sich dazu entschieden, diesen Traum oder diesen Zwang, diesen Beruf nachzugehen in der im Petroleum-Business. Dann einen sicheren Weg zu gehen, ne? Genau, einen sicheren Weg zu gehen, hat dann angefangen, sich zu formieren oder zu eine Lehre gemacht, rein schulisch in so einem Hotel- und Gastronomie-Schule. Und ist dann halt Koch geworden. Aber er ist einfach talentiert. Es ist nicht so, dass er einfach... Hier gibt es viele Köche. Mhm. Aber er ist richtig besessen. Ja, ja, als John bei mir gegessen hat, John, come on. Wirklich? Nee, kein Spaß. Jeder, der bei mir ist, sagt, das ist... Das. Und das ist... Ich glaube, so, vielleicht hat der sogar meinen Gaumen geprägt. Ohne Scheiß. Das Essen, das interessant ist bei ihm wirklich... Kennst du dieses so, es gibt Menschen, die können aus Reste zaubern, mhm, beispielsweise, ne? Die Art und Weise, wie er kocht, er kann aus so wenig so viel machen und das immer in so einem, so richtig gut ausbalanciert. So mild und dann nicht zu pikant, also nur so ein ganz kleines bisschen, aber dieses Pikante ist dann auch nicht das, was du wirklich auf der Zunge... Ist er wirklich? Danke. Ich merke schon, ich brauch öfter mal so einen Übersetzer. Das ist er. Er ist wirklich genial. Das ist wirklich, aber er geht, also er verlässt mich demnächst. Ein Freund von mir, ein Partner in einem Unternehmen von mir, fand ihn so gut und hat ein Hotel in Rumänien. Und er meinte, ey Mario, stimm mir mit. Meinte auch Spaß. Und meinte, ja, mach. Weil es ist ein Traum immer, in Europa zu arbeiten. Ich meinte, ey, wenn du es ernst meinst, ich rede mit ihm. Komm für dich, Schamanic. Ohne Steuern. Er hat keine Kinder. Ich habe zwei Mädel kennengelernt, aber ich meine, die Möglichkeit, mal für ein paar Jahre nach Europa zu gehen, andere Kultur kennenzulernen, Geld zu verdienen. Ja, und ich habe dann direkt mit ihm viel verhandelt. Ich habe das Geld ausgehandelt. Das ist überdurchschnittlich für ein rumänisches Gehalt. Wohnung, Kitter gestellt, also basically erlebt im Hotel. Weil ich bin nicht bei bezahlt dir. Nicht fürs Essen.
bezahlt nicht für Kommunikation, bezahlt nicht fürs Wohnen, bekommt dann Gehalt. Klar, wenn er sich ein paar Klamotten kauft oder mal ausgeht, ist an. Weil Hitch, ne, aber letztlich bleibt voll viel übrig. Also seine Basic Needs werden vom Unternehmen getroffen. Weil Hitch funktioniert oder gedeckt. Das ist super. Du bestellst nur Hitch. So, und also ich habe ihm gesagt, ich möchte das, was er von mir bekommt, also was ich decke, soll er decken. Aber dann natürlich auf europäischem Niveau. Und wenn er bei mir überdurchschnittlich verdient, muss er da auch überdurchschnittlich verdienen. Verstehst du? So. Und das ist jetzt gerade, haben wir vereinbart im Mai oder im April. Ja. Und jetzt. Okay, bis später. Ne, bekommt er den nächsten. Ja, mach mal so. Ja, jedenfalls ist das Angebot zu gut, als dass ich da sage, hey, du bleibst hier. Weißt du? Und es ist natürlich auch ein Kompliment für mich, dass jemand kommt und sagt, der Junge ist gut genug für das Familienhotel, das ich da habe. Weißt du? Der kann auch einen Rumänen einstellen. Der meint, wir haben Vietnamesen, wir haben Inder da. Wenn man das auch unbedingt Miranda haben will, als Küchenchef. Krass, oder? Bro, geh. Und ich habe ja Anfang des Jahres angefangen, ihn, habe ich ihm einen Englischkurs besorgt, wo er dreimal die Woche hingeht. Ja. Ich finde das stark, man. Das ist eine Perspektive. Vor allem in seinem Traum so. Das ist immer das, was ich sage, zum Beispiel, wenn ich mit Leuten arbeite oder Leute in mein Leben hole. Mir ist das immer wichtig, dass wenn die eine Vision haben, dass ich die nicht aufhalte, weißt du, sondern dass ich vielleicht sogar deren Vision den ermöglichen kann, weißt du, oder den weiterhelfen kann. Weil für mich das Schlimmste ist, wenn mich jemand aufhält. Was ich meine, weil du merkst ja, ich habe viele Ideen, ich bin sehr kreativ in den kleinsten Dingen. Also das ist schon manchmal... John, bon appetit. Ja, lernst du mich auch, ne? Ist das, was ist Hummer? Hummer. Gut, ja, du, John. Bon Barber. Oh, shit. Oder Europa. Ist schon was? Das war wirklich bis zum letzten Bissen so lecker, ey. Ich habe gar nicht, dass es auch wird. John, war beim letzten Mal ein bisschen länger bei mir. So. Risotto mit Kamerun. Boah, Risotto wollte ich mit in Schlimm. Italien essen. Meine Frau meinte, Risotto ist nicht so gut. Guck mal, hol deine Frau mal hier hin. Risotto mit Kamerun. Für mich das zweitbeste in Angola ist das hier. Ich bestelle das nicht mehr, weil Miranda macht das besser. Für mich das beste Caril de Peche ist hier. Esse ich nicht mehr so oft, weil Miranda macht das genauso gut. Also die Dinge, die ich zu Hause gut bekomme, esse ich nicht mehr außerhalb. Ich habe beim letzten, ich weiß gar nicht, was war, wir haben das zweimal in der Woche. Ja, weil, weil wir das beide feiern. Also. Ja, also wir haben das zweimal in der Woche gegessen. So. Ja, ja. Ja, ich habe das gegessen und dann, ich weiß nicht, da war ich weg oder so und dann habe ich dem Mario gesagt, ich so, ey Mario, sag dem bitte, ich will das nochmal. So. Und Miranda ist auch so ein, das, guck mal, wenn du zum Beispiel als Gast da bist, da, lass mich das bitte sagen, so, wenn du zum Beispiel als Gast da bist und er bringt dir Essen und du isst dann und so, ne, und dann kommt er und ist dann quasi so, ja, er fragt, aber nicht direkt, sondern ist dann eigentlich eher so, weil er wartet auf dein Feedback. Ja, das ist sein Rap, okay, das, er fragt dann so, und, bin ich gut, weißt du, das ist Miranda, ja, er sagt nicht, oh, gestascht, wenn du nicht sagst, ne, aber er guckt dich mit diesen Augen an, so, wie war's, aber liebster Mensch. Also, nach dieser, ich hau dir blind, egal wo ich bin. Ich hätte das niemals selbst geholt und auch wo ich hier stand, dachte ich erstmal so, Bro, das ist diese Chicken Curry oder wie das heißt. Chicken Curry. So Standard. Ja, ich dachte, Bruder, jetzt soll nicht sowas, Mann. Dafür bin ich jetzt hier? Ja, was ist denn? Ich bin dann nicht, was aber ey, das hat sowas, also ganz eigentlich. Es ist wirklich. Das kennt man so nicht. Also ich kenne Curry so nicht. Vor allem diese Kombination. Ja. Chutney. Ananas. Chutney. Ja, richtig gut. Ich habe viele Freunde, die hierher kommen seit Ewigkeiten. Die bestellen immer das typische Fisch. Gegrillten Fisch mit Süßkartoffeln und Gemüse. Und irgendwann habe ich angefangen, denen das Essen zu bestellen. Verstehst du? Mario, was ist das? Ja. Und dann gibt es Drinks, die ich machen lasse, weil ich, es gibt Drinks, die sind nicht auf der Karte, das sind meine Drinks. Wenn ich euch Waldo rufe und sage, mach mal einen Drink, mach dir mal einen Drink fertig. Was ist das?
Aber ihr könnt auch Rouge und Dessert essen, ne? Oder bestellen. Weil ja, ich bin nicht gespannt gerade. Also ich habe auch keinen Druck. Aber wir können trotzdem kurz, bevor die Sonne weg ist, von dort filmen. Hast du einen Sonnenuntergang gefilmt? Guck mal, von da sitzend ist ein ganz anderer Winkel. Du bist doch hier der Kreative. Ja, ja, schau diesen Winkel an, Alter. Oh, irgendwas, was so. Ja, ja, was ist. Ja, ja, ja. Ich kann auch dünner essen und sowas, aber halt. Ich mag es so, diese qualitativ zu essen. Das war auch nicht immer so. Aber irgendwann so, wo ich dann so gemerkt habe, schon allein im Kühlregal, dass diese Unterschiede, meinst du? Ja, Unterschiede vom Kühlregal zum Metzger. Und dann zum Beispiel im Rewe-Metzger ist nochmal anders als diese privaten Metzger. Ja, ja. Und dann habe ich schon gemerkt, doch, man muss schon bewusster essen. Ja. Ich glaube, das ist das, was auch John eben meinte, ne? Dass Miranda aus einfachen Gerichten holte so viel raus, liegt aber auch viel daran, dass hier die Süßkartoffeln nochmal anders schmeckt als in Deutschland. Ne? Auch, und die einfach die Zutaten. Hast du schon mal weiße Süßkartoffeln gegessen? Die sind hier fast alle weiß. Also ich habe neulich beim Chinesen. Ein bisschen. Ja, die sind schon anders. Ja, ja. So, was ganz anderes. Konsistenz. Auch von der Konsistenz. Lecker. Ja. Richtig. Mein lecker. Vater mag die lieber, ich mag die roten lieber. Ja? Ja. Nee, ich bin auch weiß. Ja? Die roten aus China, für die sterbe ich. Vielleicht haben wir die Tage auch irgendwann einen klaren Himmel, dann kannst du das auch nochmal sehen. Ja, ist Ende Juli eher. Unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich, ja. Also die Tagsübertemperatur ist eigentlich geil, ey. Diese Zeit, ne? Aber jetzt ist schon frisch, ne? So, und für die Leute hier ist das richtig kalt. Ja, wir haben. Ich kann auch jetzt so langsam. Ja, ja. 22 Grad. Ja, man braucht. Nächste Treffen, denke ich, reden wir ein bisschen über das ganze Ballon. Ja. Auf jeden Fall, ich muss Avelino ein Bild schicken. Aber der hatte ja Postprobleme und so. Ja, ja. Wir treffen uns sehr oft auf unsere Kinder. Ja, die Kinder. Ja, er hat mir gesagt, dass die Kinder sich ja gut verstehen. Ja, ja. Aber dann noch beide haben zwei Jungs. Ja, ja, ja. Bei denen, seine zwei Jungs, die sprechen auch noch Portugiesisch. Ja, der Avelino spricht ja auch nicht so gut Portugiesisch, ja, ja, aber er ist da voll krass hinterher. Ne? Auch die gucken, wenn sie Fernsehen, auf Portugiesisch, ne? Netflix auf Portugiesisch. Also, ja, ist aber deine Entscheidung. Kannst ja, 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 ne? Ich kann das eigentlich noch ändern. Ja. Aber das Lustige ist, wenn die schwarzen Menschen sehen, sprechen die Portugiesisch. Ja. Egal, wo die herkommen. So, mit allen Weißen auf Deutsch. Und so richtig kennengelernt habe ich das letztes Jahr. Ich meine, ich kannte Leandro, ne? Aber was ist kennen? Jetzt. So, und letztes Jahr halt war nur Tio Mario, ne? Und ich versuche mit denen Deutsch zu reden. Digga, die reagieren nicht. Jeder Taxifahrer holt dich vor einer Tür ab und lässt dich vor einer Tür raus. Wenn du im Taxi darüber sprichst, was für ein Künstler du bist, was du machst, was du die nächsten Tage machst, keine Ahnung, dann hat er Interesse an deiner Person und guckt vielleicht doch zwei, dreimal, wo genau die Regeln sind. Ja, ja. In dem Moment, wo du im Auto sagst, ja, wir gehen da und da zu diesem Fernsehsender, ist auch die Frage, okay, wo liegt ihr eigentlich? Verstehst du? Oder, okay, wo genau gehen die jetzt hin? Verstehst du? Ja. In der nächsten Folge besuchen wir das Ghetto namens Katinton. Wo es sehr, sehr gefährliche Ecken gibt, wo ein Leben wirklich sehr, sehr wenig wert ist. Es wurden hier Leute aufgefunden. Wir werden reingehen, wir werden sehen, was da abgeht. Lass ein Abu Dhabi!